Hallo? Oh! Ha, nein, mir geht's gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank geht es mir gut. Keine Frage. Aber tatsächlich passieren genau solche Situationen. Immer mal wieder. Gerade, ja, wir sind, viele Busfahrer und Busfahrer sind halt einfach ältere Generationen. Und da erhöht sich dieses Risiko dieser Situation. Man wünscht es niemanden, aber es passiert. Und es ist für jeden Beteiligten in dem Fall ein echtes Graus, weil man in dem Moment nicht weiß, was man zu tun hat. Moderne Busse sind ja mittlerweile so ausgestattet, dass es da ganz viele Mechanismen gibt, die dafür Sorge tragen, dass das dann nicht so gravierend wird. Aber bei älteren Fahrzeugen gibt es das vielleicht alles noch gar nicht. Also zum Beispiel jetzt in dem Fahrzeug, in dem ich sitze, der hat Retarder drin, vorgeschalteten Retarder, dann bremst er schon mal langsam runter, dann hat er einen Bremsassistent drin, der geht natürlich dann auch in die Eisen und bringt das Fahrzeug relativ zum Stillstand. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, auch mit solchen Fahrzeugen, dass es dann trotzdem zu einem Anschluss kommt, nur in dem Fall tatsächlich dann nicht mehr so gravierend, wenn ein Bremsassistent vorhanden ist. Bei älteren Fahrzeugen gibt es das leider noch nicht oder gab es das nicht und wird auch gar nicht nachgerüstet. Und da ist das Risiko natürlich dementsprechend etwas schwerer zu verunglücken mit dem Bus, etwas höher tatsächlich. Aber was ist denn in dem Fall zu tun, wenn ihr als Fahrgast das mitbekommt, dass hier der Fahrer gesundheitlich Probleme hat und hinterm Lenkrad zusammenbricht, ja? Egal ob Herzinfarkt oder Ohnmachtanfall oder was auch immer, gibt ja verschiedene Gründe. Was könnt ihr denn dann in dem Moment tun? In dem Moment, wenn er hier zusammenbricht, habt ihr überhaupt gar keine größeren Möglichkeiten. Ihr könnt versuchen, ins Lenkrad zu greifen und dann versuchen zu lenken erstmal, ja, dass man da vielleicht nicht unbedingt gegen den Baum prallt oder was auch immer. Das wäre eine Option. Aber wir haben ja hier manchmal auch, in diesem Fall, eine Trennscheibe ja mittlerweile in fast jedem Fahrzeug drin und das macht natürlich dann schwieriger, hier ranzukommen. Daher, wie bekommt man jetzt den Fahrer dementsprechend jetzt hier oder kann man den Fahrer unterstützen? Ja, das ist wirklich in modernen Fahrzeugen etwas schwieriger, aber dafür haben auch moderne Fahrzeuge mehr sicherheitsrelevante Einrichtungen. Also mal, wie ist denn das jetzt wirklich? Wie kann ich das denn jetzt machen? Wie kann ich da jetzt jemandem helfen, wenn da vorne der Fahrer zusammenknackt? Ich möchte euch das mal ein bisschen jetzt aus einer Ego-Perspektive zeigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Busfahrer ist zusammengebrochen. Okay, da sieht gerade keiner, aber gesetzt im Fall. Ihr seht jetzt hier, Scheibe. Jetzt kommt ihr natürlich hier nicht ran, ne? Wie komme ich an den Fahrer ran? Wie kann ich diesem Fahrer helfen? Ah, dann mache ich einfach irgendwie die Tür auf. Aber wo? Wo könnt ihr hier diese Tür aufmachen? Ihr habt jetzt hier ein Riesenproblem, jetzt hier reinzukommen, an dem Fahrer ranzukommen. Die einzigste Möglichkeit, relativ, ja, sicher den Bus im Straßenverkehr zum Stillstand zu bringen, ist, wenn ihr praktisch durch diese Trennscheibe hier nach vorne geht, versucht, den Fahrer nach hinten zu drücken, hier reinzugreifen und den Fuß vom Gaspedal zu ziehen. Also einfach versuchen, runterzuziehen, ja, irgendwie. Und dann versucht zu lenken. Jetzt gibt es neuere Fahrzeuge, die haben hier unten so einen ganz schicken Hebel. Das ist unser Retarderhebel. Den kann man in mehreren Stufen runterziehen. Ja? Also, 1, 2, 3. Ja, 3 Stufen. Und dann bremst das Fahrzeug langsam ab. In der Zwischenzeit könnt ihr versuchen, das Fahrzeug zu lenken. Und dann bremst dieses Fahrzeug ab. Ich kann euch das auch gerne gleich mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn so ein Fahrzeug abbremst mit Retarder. So, ich beschleunige jetzt mal so auf 20 km/h. Nehme jetzt die Hände vom Lenkrad und packe jetzt den Retarder rein. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Und ihr seht, das Fahrzeug wird schon erheblich langsamer. Das ist der Vorteil des Retarders. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, immer noch so ein bisschen leicht jetzt einzulenken. Und wie gesagt, in dem Fall tatsächlich versuchen, dann, ja, um das Fahrzeug wirklich zum Stillstand zu bekommen, vor mir ist jetzt ein LKW, dann einfach mal vielleicht so ein bisschen den LKW schleifen, sodass das Fahrzeug vielleicht sogar noch ein bisschen stehen bleibt. Tatsächlich lieber Sachschaden im Kauf nehmen, als alles andere im Kauf nehmen. Das macht nämlich für uns alle ein bisschen leichter. Jetzt habt ihr hier wirklich das Problem, dass ihr hier nicht rankommt. Ja? Ich würde auch nicht euch raten, jetzt hier so rüber zu klettern oder so.
weil das ist erstmal A für euch gefährlich, ihr habt keinen wirklichen Halt, weil das kann hier alles nicht lösen, der Drücker, ja, ihr könnt irgendwo hier nicht hin. Deswegen in dem Fall, wenn hier die Verglasung vor ist, wirklich versuchen mit dem Retarder, wenn einer vorhanden ist, aber Achtung, nicht überall ist einer vorhanden, hier versuchen zu lenken. Ja, und im Zweifel tatsächlich könnt ihr, wenn jetzt, wie jetzt hier im Gewerbegebiet ist oder so, versuchen zum Beispiel an dem LKW da hinten jetzt, sag ich mal, dann haut in den LKW leicht schräg rein, so dass das Fahrzeug zum Stillstand kommt. Blechschaden ist immer ersetzbar als Menschenleben, ja. Und die anderen Fahrgäste da hinten, wie zum Beispiel Pascal da hinten sitzt, wink mal Pascal. Pascal könnt ihr dann, was könntest du dann tun? Den Erste-Hilfe-Notruf absetzen, Busfahrer zusammengebrochen, Straße sagen, wo sie hinkommen müssen und am besten noch Ort und Zeit und Datum und Ort. Und ja, diese ganz typischen 5Ws, sage ich immer. Ja, wobei es ja nicht mehr 5Ws sind, sondern mittlerweile nur noch 3. Aber ja, das ist dann, die Leitstelle wird euch dann dementsprechend hinten abfragen. Aber wie gesagt, durch die Trennscheibe habt ihr jetzt nicht wirklich die Möglichkeiten. Wenn sich jemand mit dem Bus auskennt, ja, wirklich jemand auskennt, ich mach mal ganz kurz mal die Ergo. Wenn sich jetzt jemand wirklich mit einem Bus auskennt, oh Gott, diese Qualität, wenn diese Frontkamera, warum sind denn diese Selfie-Kameras immer so schlecht? Können die das nicht auch mal ein bisschen besser machen? Pascal, komm mal her, ich brauche dich mal als Kameramann. Wenn, ja, sich jemand mit dem Fahrzeug auskennt, dann weiß der auch schon die Griffe, wie man da dementsprechend die Tür öffnen kann. Ich werde das jetzt nicht zeigen, weil das letztendlich auch für uns als Schutz gilt, als Fahrer zum Beispiel wegen Überfällen und so. Ja, weil wenn ich jetzt diesen Knopf zeige, ich darf es tatsächlich nicht, ich habe mal mit meinem Chef damals darüber gesprochen, ich darf euch jetzt nicht zeigen, wie man diese Tür hier vorne entriegelt. Ja, aber wenn jemand vertraut ist mit größeren Fahrzeugen und das weiß, wie das geht, dann kann der das natürlich tun. Ja, aber vorsichtig mit Türen öffnen und so, das ist immer so eine Geschichte, da muss man vorsichtig sein, was ich zeige und was ich nicht zeigen darf. Ja. Ich darf es nicht zeigen, tatsächlich nicht, hat man mir verboten, weil das natürlich aus Sicherheitsgründen für den Fahrer, wenn da im normalen Linienbetrieb ist, auch etwas damit zu tun hat, nicht, dass einer auf die Idee kommt, den Fahrer dann einfach während der Fahrt zum Beispiel runterzureißen und dann ihn hier vorne zu verprügeln. Deswegen darf ich es einfach auch nicht zeigen. Aber ihr habt gesehen, wie schwierig das sein kann. Ja? Deswegen sage ich auch immer wieder, wenn jemand sich das zutraut, dem Fahrer dementsprechend zu helfen und zu unterstützen, dann greift ins Lenkrad, versucht das irgendwo, das Fahrzeug zum Stillstand zu bekommen. Ihr habt auch gar nicht wirklich die Möglichkeit, hinten an dem, ich kann das da mal ganz kurz mal zeigen, an der tollen Feststellbremse zu kommen. Sieht man jetzt hier schlecht, ne? So. Weil hier ist ja dann alles blockiert und durch die Trennscheibe habt ihr ja gar nicht die Möglichkeit. Und ihr könnt ja von hier aus nicht wirklich rübergreifen. Ihr könnt wirklich nur das Lenkrad fassen und dann hoffen, dass hier ein Retarder ist. Moderne Fahrzeuge haben ja Gott sei Dank sogenannte Bremsassistenten drin, ja, das macht dann noch mal ein bisschen viel einfacher. Wenn ein Retarder vorhanden ist, dann dementsprechend den Retarder runterziehen und ihr habt gerade gesehen, wie langsam dieses Fahrzeug wird, im absoluten Notfall tatsächlich irgendwo an der Hauswand langschleifen oder wie auch immer, dann kommt das Fahrzeug automatisch komplett zum Stehen und dann habt ihr genug Zeit, den Fahrer zu retten. Das ist die einzigste, wirklich die einzigste beste Lösung, wenn hier, wie in diesem Fall, eine Trennscheibe im Weg ist. Manche Fahrzeuge, hier bei uns, ist Glas. Manche Fahrzeuge haben Plastik. Da kann man es theoretisch sogar noch wegreißen. Ja? Also diese Möglichkeit, ich mach mal wieder runter, sonst spiegelt sich das nicht. Bei manchen Fahrzeugen ist ja nur mit Plastik nachgerüstet und das kann man ja dann versuchen, ein bisschen wegzureißen, dass man das runterkriegt. Bei dem Citaro hier mit Glas wird das natürlich mit Wegreißen extrem schwierig. Versucht hier in neutral zu schalten. Manchmal klappt das auch, ohne dass man vorher die Bremse treten muss. Dann einfach den Knopf hier richtig fest reindrücken, dann leuchtet das N hier rot. Ja, sieht man das hier? Sieht man, ne? So. Und ihr könnt gleichzeitig den Warnblinker anmachen, damit der hinter nachfolgende Verkehr dementsprechend auch schon gewarnt ist, dass da irgendwas nicht richtig ist. Also ihr als Fahrgast habt eigentlich nicht mehr groß Spielraum, irgendetwas zu machen. Ja, durch diese Trennschutzscheibe hier erschwert natürlich den Zugang. Ist diese natürlich nicht vorhanden, weil ich habe sie im Moment tatsächlich immer wieder unten. Dann kann man hier ein bisschen besser ran. Ja. Im Notfall sage ich immer, wenn ihr das Fahrzeug wirklich so stillt, dann touchiert vielleicht parkende Autos, so dass ihr dann dementsprechend da zum Stillstand kommt. Mein Gott, das ist Blechschaden ist immer ersetzbar, ja? Nur Menschenleben eher weniger. Es ist ein sehr schwieriges Thema tatsächlich.
meine Frage an euch, wie würdet ihr das Ganze eigentlich handhaben? Was würdet ihr denn machen zum Beispiel? Mich würde das einfach mal so interessieren, wie ihr in der Notfallsituation, wenn der Fahrer oder die Fahrerin zusammenbricht, wie ihr reagieren würdet. Was wären eure Schritte, eure ersten Schritte zum Beispiel, um das Fahrzeug zum Schild zu bringen? Oder würdet ihr zuerst den Rettungsdienst anrufen? Oder was würdet ihr als erstes machen? Was wäre eure erste Intuition, um das Ganze, Intuition, wie nennt man das denn? Was wäre euer erster Instinkt, um das Ganze so ein bisschen, ja, zu dämpfen? Lasst mir das gerne in den Kommentaren wissen, bin gespannt. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eure Kommentare und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Herr Busfahrer.